Seid gegrüßt und willkommen zur 43. Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wie ihr seht, sind die Werte wieder runtergegangen, denn ich muss Geld verdienen, was natürlich nicht so spaßig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt und auch die Happy Points hier die Stimmung runtersetzt. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir müssen halt arbeiten gehen, um $500 zu bekommen, damit wir Respekt bekommen. Nicht schön. Vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man kein Geld mehr verdienen muss. Aber wir brauchen halt die $500. Anders geht's nicht. Und danach muss ich wieder trainieren. Das wird ja was. Okay, ich denke, wir sollten ihn ein wenig hier Happy-Punkte sammeln lassen. Ihm bleibt ja nichts anderes. Das Blöde ist, die füllen hier den Kühlschrank nicht so regelmäßig auf. Das nervt schon irgendwie. Hä? Warum fehlt mir wieder Geld? Och nö, er kauft für mich ein, ne? Oh, dieser... Oh. Ich dachte, das ist Geld von denen irgendwie, dass die mir das finanzieren. Oh Mann. Okay, jeden Tag kauft er ein. Alles klar. Jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt. No. Das waren... Doch, das waren jetzt die 50, die dazugekommen sind, oder? Nee. So. Ja, ich bin zu hungrig, natürlich. 435. Der hat wieder nicht eingekauft. Der kauft nur einen, wenn es leer ist, oder was? Oh, so ein Penner, ey. Kann ich mich hier ausruhen auch? Das geht, glaube ich, nicht hoch, ne? Nö. Oh, so kriegt man es aber 4% runter. Ja, der hat wieder Geld ausgegeben. Irgendeiner von denen. Ich glaube, der geht immer einkaufen. Der sieht so aus. Oh, ich hatte hier 8. Mann. Hä, hat doch nicht eingekauft? Oh, was ist denn mit dem? Dass ich zweimal arbeite, dann gebe ich die Kohle aus. Oh, das reicht natürlich nicht. Oder? Ach, Happy-Punkte, egal. Oh, wir haben 500. Na komm, noch einmal arbeiten. Ist eh alles kaputt dann. Wehe. Dann aber schnell zurück hierhin. Dann die Party schmeißen. Jedes Mal, wenn die Arbeit erledigt ist, bekommst du 150 Fame, okay? Zu hungrig oder zu müde? Alter! Nicht euer fucking Ernst! Gut, ich kann's fortfahren. Oh. Das ist echt scheiße. Oh oh. Mick? Gib mir Essen. Oh oh. Das Spiel kaputt gemacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Moment, ich kann mir doch eine Pizza holen. Oh Mann, ey. Oh oh. Oh, oh, oh. Hoffentlich kriege ich das noch hin. Hm. Eben gucken, wie weit ich da schon gearbeitet habe. Oh doch, das reicht. Alter. Ja, ich bin zu hungrig, bin zu schlecht gelaunt. Oh Mann, ey. Ah, die schlechte Laune wird sich erheben, wenn ich... diese Party da schmeiße. Oh, erstmal ausruhen. Auch noch. Alter. Und ich hätte erst essen sollen. Oha. Das war bestimmt sehr selten, dass sowas passiert. Dass jemand das ganze Geld ausgibt und dann irgendwie auch nicht bei Mick was zu essen bekommt. Oh Mann.
Das kann ich alles wieder hochtrainieren. So eine Scheiße. Ja, komm, jetzt gehst du hier hin. Geschlafen hast du genug. Nee, nicht das. Oh nein, nicht das. Geh hier hin. Genau. Ich kann das nochmal. Oh, das kostet wieder. Wow. Mache einen Deal. Belohnung 750. Ey, ich hoffe, das geht. Muss ich dafür trainieren? Oh, ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn du Arbeit erledigst, bekommst du 750. Alles klar. Puh. Oh oh. Oh oh. Ich bin zu müde. Oh. Vielleicht hat er wieder was anderes. Andere WWchen. Okay. Hallo? Hat doch aufgehört hier, oder? Hä? Jetzt geht's weiter. Okay. Jetzt haben wir ja genug zu essen, denke ich. Erhöhe Einkommen, erhöhe tägliches Einkommen, erhöhe Einkommen. Interesting. Es fehlt mir aber der Respekt, aber das kann ich damit wieder... Okay, okay, okay. Oh Mann, ich habe das System hier komplett nicht verstanden gehabt. Dam, dam, dam. Okay, wir müssen uns ausruhen und dann müssen wir mal wieder trainieren, ey. Okay, wir haben offensichtlich etwas zu viel Geld jetzt. Oh, ich wette, von den Pennern war keiner einkaufen. Wir haben ja noch... Gut. Dann aber trainieren, ey. Wobei... Hallo, nicht dahin. Geh in die Stadt. Wenn wir schon das Geld haben, gehen wir auch hier trainieren. Ich habe mir sagen lassen, das ist besser. Stärke und Ausdauer mal wieder trainieren hier. Ach ja, wir sind ja unglücklich. Oh. Och nö. Es dauert das ewig. Ah, toll. Oh Mann. Nein. Oh, das kann man doch vergessen. Oh, wir können auch keine normalen Kämpfe machen, ey. Wir müssen halt diese Sachen da machen. Muss ich mir jetzt hier Pizza holen, damit ich glücklich werde, oder was? Pizza bestellen. 4? Oh nein. Nur 4 Happy Points. Dann müssen wir wohl doch mit den Jungs Poker spielen. Nee, nicht das. Nein. Das hier. Ganzen Punkte. Nein. Ja, okay, komm, jetzt ist gut. Jetzt machen wir wieder Pokerspiel. Habe ich das Geld jetzt ausgegeben? Ja, ne? Ich mach das Einkommen hier mal höher. Aha, 180 bekommt man dann. Oh, es gibt sogar auch Happy Points. Yay. Respekt. Hat das 500 gekostet, oder? Ja. Na gut, dass wir noch jetzt diese andere Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, ey. Oh Mann. Gut, Kühlschrank, dann wieder Training, danach wieder diese Boss-Sachen machen. Ah, wir gehen aber ins Fitnessstudio diesmal. Hallo? Oh, dass man das nicht abbrechen kann, indem man da hinklickt. Jetzt aber richtig hier, Training. Das hier. Ich will mindestens die Ausdauer wieder auf... Oh Gott, auf 9 bringen. Oh.
Oh Mann. Du darfst weiter Ausdauer hier hochleveln. Okay, und Stärke. Oh Gott, wie ich das gemacht jetzt. Danach gehen wir hier dran. Gleich hat er wieder Hunger. Oh Mann. Gut, hier können wir noch etwas Ausdauer rausgequetscht. Wie kann man denn immer so viel essen wollen? Oh, ich hoffe, der ist voll. Oder annähernd voll. Gut. Es reicht ja, um meinen Magen zu füllen. Bandenkrieger, wie funktioniert das denn überhaupt? Hundert und 200. Wir machen doch lieber hier das hier. 975 Dollar dazu. Weil sonst ist das Geld wieder verbraucht. Gut, ah, das ging nur einmal jetzt, okay. Gleich machen wir das, genau. Essen hinlegen. Oh, ich hoffe, der hat eingekauft. Natürlich hat keiner eingekauft. Wir legen uns hin und hoffen, es kauft jemand ein. Na, na, na? 1476? Nee, hat keiner eingekauft, oder? Nö, muss ich halt alleine einkaufen. Oh ne, wir gehen hierhin einkaufen. Ne, wir warten ab, bis da einer einkauft. So, was sättigt denn hier? Hm. 1396. Machen wir mal hier einen Bandenkrieg, denke ich. Oder? Ja. Oh, fuck. Das war ja das hier. Ach, scheiße. Okay, gegen Yakuza 1 wieder. Ja, das war ja mein Fehler, den ich gemacht hatte, dass ich hier direkt sowas angefangen habe. Okay, aber es sieht noch recht gut aus. Wir könnten ihn besiegen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir den ersten Yakuza ja auch nicht besiegen können. Hä? Warum denn jetzt? Hä? Ich check's nicht. Nur noch viel weniger Ausdauer. Oder ist da diese Formel ausschlaggebend? Hm. Keine Ahnung. Wir bleiben so. Dann müsste man das ja auch alles runtergeprügelt kriegen. Oh, bitte lass das nur ein Kampf gewesen sein. Ach ja, das war das. Oh nö. Yakuza 2. Ja, der wird mich voll umhauen. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Hauptsache gegen die Yakuza, die irgendwie so Superkämpfer sind, wie es aussieht. Ja, wir werden den Kampf hier verlieren. Hoher Schlag, Powerblock. Das habe ich hier gegen Block drin. Gut. Zufällig. Ja, er ist von der Energie her besser dran. Oh, das war eine gute Kombo. Von ihm auch. Dum dum dum. Vielleicht haben wir den auch besiegt. Hä? Warum auf einmal? Okay, wir haben keine Energie mehr. Aber wir versuchen es natürlich weiter. Ja, das sieht schlecht aus jetzt. Okay. Wir haben immer noch doppelt so viel HP oder dreimal so viel ungefähr. Wir machen natürlich weiter.
Energie her. Von der Energie sieht es halt kacke aus bei uns. Oh, jetzt kommt das, was ich befürchtet habe, dass die Energie nicht ausreicht. Komm, noch einmal treffen. Sehr gut. Wenn ich den Preis nehme, kann ich hau sofort hier ab. Nimm den Preis. $200 und 50 Respekt. Oh, es lohnt sich gar nicht, ey. Du hast den Ausdauerkampf beendet und bekommst eine Belohnung. Belohnung $200, 10 Punkte und 50 Respekt. Ah, ich weiß ja nicht so. Also, das hat sich ja so gar nicht gelohnt. Wir können lieber andere Sachen machen. Das ist ja richtig kacke, ey. Ja, Pokerspiel können wir nehmen. Genau, wir haben genug Geld. Plus 20% Belohnung an Respekt. Ja, machen wir natürlich. Mach einen Deal. Achso, mehr Geld oder was? Okay. Und go. Ja, auf jeden Fall sind wir glücklich geworden jetzt hierdurch. Super. Jetzt haben wir Respekt verdient, aber auch Geld verloren. Hm, wir ruhen uns aus. Zumindest verlieren wir hier die 13 Geschicklichkeit nicht. Ne, du musst zu ihm. Wir erhöhen das mal wieder. Wie viel habe ich denn? 240, das passt ja. Dann können wir... Ne, wir müssen jetzt das machen. Was uns unglücklich macht. Aber wir haben eine Schusswaffe dazu bekommen. Sehr gut. Das heißt, wir könnten wieder eine Party schmeißen. Oder sollten lieber trainieren gehen. Ja, wir essen und trainieren. In der Muckibude. Okay, es wird nicht mehr eingekauft für mich. Sehr nett, nicht. Machen den Kühlschrank erstmal voll. Dann hier in die Pizzeria. Leben brauchen wir auch. Und dann über die. Nochmal die. Dann gehen wir in die Muckibude. So. $10 bezahlen. Und trainieren. Ich denke, Stärke vernachlässigen wir doch wieder. Wir leveln die halt nur, wenn wir hier dran gehen und hier dran. Und vielleicht hier dran. So ist die Ausdauer wieder dran. Hi, Ladies. Lange nicht gesehen. Obwohl, wir waren ja schon in dieser Episode hier drin. Ja, und ich muss sagen, hier geht's echt schneller. Da. Trainiere, bis du umkippst. Nein, besser nicht. Oh nein. Essen. Okay. Es wurde doch wieder neu dazu gekauft. Ich hatte noch nie mehr als 7 hier drin und zwar auf 9. Ihr Penner, ey. Könnt den Kühlschrank auffüllen über 7. Ja. Das sind Sachen, die man nicht beigebracht bekommt hier. Ach komm, wir gehen hier schon arbeiten wieder. Arbeiten. Warten kriegt nie wieder, ey. So, Geld verdienen oder das hier? Das kostet noch 400. Ah ne, das hier kostet, ja. Ich habe nichts gesagt. Wir machen erst das hier, weil wir ja Stimmung haben. Also happy sind. Verdienen erst einmal wieder Geld dazu. Geben es dann beim Poker aus.
Irgendwie scheine ich ein schlechter Pokerspieler zu sein. Ach ja, wir sind müde. Wow. Ja, komm, dann rein mit Energy Drinks. 1, 2, 3. Ja. Das müsste ja reichen. Ja. Fortfahren. Mal eben eine Pause gemacht, zum Kühlschrank gegangen. Und wieder Punkte verloren. Und dann können wir wieder... passt das? Es wird passen, oder? Bin gerade zu doof dafür. Ja, es passt. Dann Geld rein. Oh, gleich wieder müde. Ja, man kann auch schon mal müde werden bei dem Deal. Da geht man nach Hause und legt sich kurz hin. Ganz normal. Dann kurz was rausholen aus dem Kühlschrank. Brauchen wir noch mehr? So. Dann weiter mit dem Deal fortfahren. Da. Ka-ching. Pokerspiel. Ja, wir brauchen wieder Respekt. Und das hätte ich eben erhöhen sollen, dass ich hier direkt mehr bekomme. Tadam. Okay, wir ruhen uns aus und gehen dann wieder trainieren. Bevor das hier wieder zu weit runter geht, die Ausdauer. Also einkaufen, ins Gym gehen. Oder ins Gym gehen und einkaufen. Dahin. Doch wieder ein bisschen stärker dazu. Falls wir uns dazu entscheiden, dass wir mehr haben wollen. Aber es geht mir ja hauptsächlich um die Ausdauer. Wow, das geht aber schnell runter. Oh, der Tag ist gleich vorbei. Scheiße. Und hier runter. Und dann da und da. Dann hau mal drauf. Kann ich eigentlich noch mit Roy trainieren? Aber es dauert mir zu lange, sein Dings da fertig zu machen, sein Auto und dann zu chillen mit ihm. Und ab nach Hause. Ja, wir waren nicht einkaufen. Ach, scheiße. Ich wollte doch neue Energy Drinks haben. Die holen wir aber noch kurz. Wir fahren sogar mit dem Bus als Gangsterboss. Mache den Rest auch wieder voll. Oh, es geht gar nicht voller. Na gut. Ja. Und Energy Drink? Ja, Energy Drink. Wer braucht schon Schlaf, wenn es Energy Drinks gibt? Und direkt gesättigt dadurch. Man braucht aber ganz schön viele. Gut, das reicht. So. Wir könnten noch mehr Respekt verdienen. Wir machen mal... Ja.
Oh, es kostet 200, das zu erhöhen. Wow. Wir machen einen Deal. Das hätte ich nicht tun sollen. Verdammt. Kostet zu viel Zeit und ich habe ja noch Geld. Etwas. Ich muss auch bedenken, sonst für die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, habe ich nur 50 bekommen. Und jetzt bekomme ich 1350 hierfür. Das ist schon viel. Ah, jetzt können wir in Ruhe pokern und das Geld dafür verpulvern. Um hier die Belohnung in Form von Respekt zu bekommen. 375 bekommen wir direkt. Sehr schön. Aber pokern macht ja Spaß. Und kostet sehr viel Energie, wie ich sehe. Gut, das haben wir voll. Dann können wir das ja auch noch voll machen. Bekommen also viel, viel, viel mehr Geld. Sehr gut. Energy Drink haben wir. Haben wir da noch einen? Ein, zwei? Zwei haben wir noch. Dann legen wir es kurz hin, essen danach, gehen ins Gym. Kaufen dann ein und vergessen es nicht wieder. Hoffentlich. So, ein Fleisch müsste genügen. Ja. Ab ins Gym. Und wieder hierhin. Damit die Stärke nicht ganz runterfällt. Ja, und Geschick ist mal wieder runtergegangen. Super, nicht. Ja, dann doch hier dran, dann da dran. Geschick möchte ich ja auch auf lange Sicht in höher kriegen. Oh, das fängt direkt bei der Hälfte an, wenn es weniger wird. Deshalb habe ich es eben nicht gecheckt. Dann laufen wir kurz, gehen hier ran und hier ran. Oder fast bei der Hälfte fängt es dann an. Da. Los, weiter. Wir können jetzt auch den Automaten benutzen, fällt mir gerade so auf. Da gibt es ja auch Energy-Riegel und so ein Quatsch. Schokoriegel, Proteinriegel, genau. Hohe Preise, aber wir haben genug Geld. Hoffe ich. Ja doch, das passt ja. Respekt haben wir ja auch genug, oder wie das hier heißt. Gut, dass man hier nicht noch so eine Anzeige hat, Fett oder so. Hier waren wir dran, wir gehen hier dran. Dann da dran, ja, und dann wieder da. Ja, genau. Dadurch, dass wir so viel Geld haben, können wir den Automaten nutzen und das Gym dann auch super ausnutzen. Einmal 10 Dollar bezahlt und einfach hier drin bleiben. Okay, die verdienen natürlich an dem Automaten auch, aber hey, ich habe ja jetzt eine sehr gute Einnahmequelle, die ich schon vor 2-3 Folgen hätte haben können. Naja, hätte ja auch mal jemand in die Kommentare schreiben können. Nicht aufgepasst. Gut, wieder hochgegangen auf 7. Wollte schon sagen. Oh, wir brauchen wieder Energie. Nee, Essen. Gut, wenn man genug Geld hat für den Kram hier.
war ich denn dran? Da, oder? Wow. Kurz am Automaten gewesen, alles wieder vergessen. Oh, das sind auch nicht die guten Punkte. Nein. Oh, ich habe das Gym zu sehr benutzt. Oh oh. Muss ich wohl gleich hier raus. Wer konnte das denn ahnen? Kurz noch Stärke hoch auf 5 oder so. Kann ich Seilchen springen ohne Verlust? Okay, das geht. Einige Punkte. Sehr schön. Es geht natürlich eh wieder runter. Da, 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 da. Hey, ich will das mindestens wieder auf 8 kriegen hier. Weil es wird nichts in der Zeit. Nee, komm, wir gehen zurück. Wir müssen wieder Geld verdienen und so Dinge tun. Ich hätte mir eigentlich noch mit den Energy Drinks und sowas alles voll machen können. Ich war wieder nicht einkaufen. Mann. Hi, Abu. Da, 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 da. So, was haben wir heute zu tun, Leute? Bandenkrieg, ne? Puh, was bedeutet das hier? Oh, wir müssen Geld verdienen. Aber erst Respekt. Und nun geht... Oh, keine Energie mehr. Ach ja, Pokerspiele sind anstrengend, verstehe. So, reicht das? Das müsste reichen. Komm, das auch noch. Hallo, Essen. Gut. Dann auf zum Geld verdienen. Gut. 1000 kostet die Erweiterung hier vorne, okay. Tägliches Einkommen 50. Ach, wie gut. Vielleicht geht es ja dann ohne, dass ich da kämpfen muss. Glaube ich zwar nicht dran, aber hey, man kann ja hoffen. Ja, es läuft aber auch wieder gut mit dem Training hier. Oha, die Punkte sind aber sehr schnell runtergegangen, ey. Nun gut, der Tag ist vorbei und die Episode damit auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die nächste Episode nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.